Dann schauen wir mal ganz kurz noch zu, wie man das macht. Ich glaube, ihr bestellt, ne? Wir können uns die Versand. Ja, ich habe schon zwei, ich muss mal gucken, ob ich die Schule bei mir vielleicht. Gibt es da so Sets zu kaufen oder nur einzelne Sachen? Also wenn du Sets kriegst, das ist immer Quatsch meistens. Also es gibt so Sets, schwedische Schnitzmesser mit einem Stück Holz dazu, was schon vom Fertigen aus Sets ist. Das ist irgendwie Quatsch. Das braucht okay, aber du brauchst eigentlich nur ein Schnitzmesser erstmal. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, brauche ich so ein Löffelmesser? Genau, und die gibt es genauso von derselben Firma, aber leider nur in rechts bisher. Wenn alle anrufen und sagen, ich möchte ein links, vielleicht mache ich es dann mal. Ja. Weil es ist super Messer, aber es ist blöd, dass es nicht links ist. Ist es bei den Messern? Ob bei links und rechts auch? Nee, das Messer ist zweihändig. Ich hätte nur gedacht, von der Maschine. Nee, das wird beim Vorhalten oder Vorhalten nicht genau gleich. Genau, beim Vorschneiden vielleicht noch, dieses Vorschneiden auf dem Knie. Ihr dürft euch ruhig, also wenn euch das vorkommt, was ich erzähle, oder nur ein bisschen mulmig, sage ich das ruhig, ne? Weil viele machen auch Kindersachen. Schon 3 Stunden geschafft und nichts getrunken, dann mache ich mal Pause. Oder es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wir bestimmen das, wie das geht. Nochmal eine andere Technik, die Daumenschiebetechnik. Lange Schnitte brauchst du bei Messerklingen, Schwert. Was weiß ich, die möchte oft auf Stücke einfach schälen schön. Und können es nicht, weil sie nur so machen. Lange Schnitte macht man mit gestrecktem Arm. So. Und dann nicht die Schneide so, sondern wie beim Ziehmesser schräg. Und mit gestreckten Armen und Richtung. Ganz wunderbar. Und plötzlich geht es ganz gut. Oder das Messer steckt fest da rein oder da rein. So, und zieht einfach das Stück. Das Messer bleibt einfach stehen. Und so fällt es Kinder auch ein bisschen leichter, das Schneidewinkel zu halten. Und das Schwierige ist, dass die immer so rumeiern und anfangen. Gut. Jetzt machen wir noch ein bisschen Spirale, wer es nicht laut selber vorschneiden, geht durch. Und dann kommt schon die Kerbe. Die Kerbe ist bei der Pfeife dann schon das Mundstück. Wir müssen aber vorher dann noch aushöhlen. Ich habe einen Schlüssel an.